Ja, Die das ist Ameisen schön. sind zuerst sehr, sehr groß. Alter, ich hau dir Dann gleich in die tun sie den Schnauze. Zaubertrank in die Eier, damit die neuen Ameisen, die aus den Eiern schlüpfen, kleiner sind. Wenn man das ganz oft wiederholt, sind bald alle Ameisen wieder winzig klein. Fantastisch! Ob ich ihm einfach eine Kugel durchs Gesicht jagen sollte? Ich weiß es gerade echt nicht. Er regt mich gerade auf. Das alleine schon, weil wir wegen diesem Tünnis hier unsere ganze Munition an die Ameisen verschossen haben. Was ist denn falsch gelaufen? Komm, wir sind Ich mal nett. nenne Oh, jetzt ihre habe ich übersprungen, genetische sorry. Anomalie Pyrosis, Aber die der erzählt Fähigkeit, sowieso aus nur dem Scheiße Körper eigentlich. heraus Flammen zu entfachen. Vielleicht kann ich diesen Fehler beheben, aber mir fehlt meine Ausrüstung. Das ist ja dann praktisch, dass wir da sind, oder? Das ist ein geringer Preis, der für den Fortschritt der Wissenschaft bezahlt werden muss. Jetzt sterben ein paar Leute, aber später wird das verbesserte Mutagen noch viel mehr Menschen das Leben retten. So muss das eben sein. Die einzige Möglichkeit, diesen Fehler zu korrigieren, besteht darin, das Mutagen zu modifizieren. Ich muss an mein Terminal. Ich habe gerade überlegt, Dr. Lesko ist, glaube ich, gar nicht der Vater von dem Kleinen, ne? Also, sorry für die Fehlinformation. Wie kann ich helfen? Da Sie mir Natürlich. Ihre Hilfe anbieten, erlauben Sie mir bitte, die ganze Sache ausführlich Nein! zu erklären. Nein! Mein Nein! tragbares Terminal Oh. ist in der Brutkammer in der Nähe der Ameisenkönigin. Wenn ich da rankomme, kann ich meine Arbeit am Mutagen fortsetzen. Boah. Warum töten Sie die Königin nicht einfach? Nö, wir wollen ja das Mutagen hier weiter betreiben, weißt du, ne? Warum kümmern Sie sich nicht drum? Das sparen wir uns mal direkt. Nein, aber warum gibt es denn hier keinen Okay-Knopf? Irgendwie, ja, dann mache ich. Oh nein, Ja, na, nein, natürlich. nein! Die Königin darf auf keinen Fall verletzt werden. Dadurch würde die Arbeit von Monaten verloren gehen. Ihr Ziel wäre es, ihr, wie soll ich sagen, Nestwachenquintett zu eliminieren. Widerliche kleine Biester. Das kriegen wir hin. Ich habe die Ausrüstung an mein tragbares Terminal angeschlossen, um einen sogenannten Hemmimpuls zu erzeugen. Dieser Impuls unterbricht die empathische Verbindung zwischen Ameisen und Königin. Im anschließenden Chaos töten sich die Ameisen gegenseitig. So, mehr gibt es nicht. Was meinen Sie? Ich meine, dass du schon viel zu viel gelabert hast. Wenn es die Ameisen daran hindert, Quidditch niederzubrennen, bin ich dabei. Sie machen mit? Ja, so Fantastisch. bin ich nun Seien mal. Sie vorsichtig, mein Freund. Die Wächter des Nests können sehr gefährlich sein. Komm, machen wir mal Das kurz. Mutagen hat ihre Stärke erhöht und ihnen eine Fähigkeit gegeben, die ich Pyrosis nenne. Die Fähigkeit, auf biologische Weise Flammen zu erzeugen. Die Ameisen sind recht strahlungsarm. Jedenfalls so strahlungsarm wie jede andere mutierte Kreatur im Ödland. Ja, wie sind die eigentlich aus Feuerspeien gekommen? Jetzt wo wir schon mal dabei sind, Es komm. ist schwer, genetische Codes zu manipulieren. Wissen Sie, dass nur eine winzige Mutation in den letzten Millionen Jahren uns total verändert hätte? Daher ist es wenig überraschend, dass der Versuch, sie zu verkleinern, dazu geführt hat, ihnen die Fähigkeit zur Pyrosis zu verleihen. Okay, das wollte ich wissen. Mit anderen Worten, du bist schuld, oder? Leider würden alle meine Ideen auch der ganz gewöhnlichen Gartenriesenameise schaden. Zielen Sie einfach auf die Fühler, falls Sie das können. Das wird Sie richtig durcheinander bringen. Auf die Fühler? Okay. Ja? Versuchen Sie bitte nicht, mich für dumm zu verkaufen. Sie haben die Brutstätte ja noch nicht einmal betreten.
Ich Hallo, glaube, ja, Sie sorry. haben eine Arbeit zu verrichten, nicht wahr? Ja, genau, ich wollte hier eigentlich auch nur weg, so, perfekt. Aber komme ich hier schon rein? Ach, hier geht's dann wahrscheinlich direkt zu der Brutstätte, oder? Und lass mich raten, wahrscheinlich direkt hier in den Höllenschlund hinein. Ich denke, hier sind wir richtig. Na dann mal los. Also auf die Fühler zielen. Eigentlich würde ich den Dingern ja gerne in den Kopf schießen einfach. Na dann komm mal her. So, wo sind die Fühler? Fühler. Sorry, ich sehe hier keine Fühler. Machen wir nochmal weg, das Ganze. Alter, die Dinger haben keine Fühler. Ach, da. Hat das jetzt was gebracht? Ach Mann, ey. Erstmal ein Stimpack, ey. Geht nicht anders. Wie ich hier alles verbrate, gerade was ich irgendwie aufgesammelt habe. Ach, komm schon. So eine verdammt gute Idee hier. Hey, komm, wir retten Quidditch, ey. So ein Mist, verdammt, ey. Wir haben gar nicht genug Munition für den Kack. Was sollen wir machen? Sollen wir den mit einer Schaufel auf den Kopf hauen oder was? Eine Schaufel haben wir ja nicht mal mehr. Was haben wir? Ein Messer hätten wir, so ein kleines Klappmesser. Wobei, hat er nicht irgendwas gesagt von, wir sollen die nicht töten? Naja. Ich kann gar nichts davor, die hat mich angegriffen. So, ich probier's jetzt noch einmal mit den Antennen. Das klappt überhaupt nicht. Oder? Ist sie gerade bewegungsunfähig gewesen oder war das einfach nur ein Bug? Ich weiß es nicht, ist mir auch ziemlich egal. Wir machen hier mal ein bisschen schnell speichern und dann geht's auch schon weiter. Da bin ich froh, wenn wir hier raus sind, ey. Und so schwinden die Patronen für nichts und wieder nichts. Ich muss mal kurz überdenken, das Ganze, ob ich vielleicht noch irgendwas haben, was wir nehmen können. Wir sind gerade so am Popo, ey. Gibt's gar nicht. Oh. Greifen sich anscheinend gegenseitig an. Ja, dann. Dann halte ich mich da mal schön raus, würde ich sagen. Finde ich eine gute Sache eigentlich. Lalalala. So, und jetzt? Ah, jetzt geht's wieder bei mir los, oder was?
Hat das getroffen irgendwie? Hallo? Schön, ey. Und das war's schon? Zum Doktor zurückkehren? Na dann. Nur zu, also da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich will hier so schnell wie möglich raus. Weil wir echt Munition brauchen gerade. Wir sind total am Verkacken hier, wenn wir jetzt nicht langsam was finden. War das der Weg? Ja, ne? Okay. Ach so, ich sollte in der Ego-Perspektive bleiben. Ja, dann nix wie hoch, ey. Hoffentlich war's das. Ich meine, es gibt noch eine Zusatzaufgabe, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, wir müssen noch irgendwas anbringen bei der Brutstätte, oder? Na, wir gucken einfach mal. Was machst du denn da unten? Hallo? Ich habe mit meinen Geräten in der Brutstätte der Königin einige Änderungen entdeckt. Was könnte da nur vorgefallen sein? Meine Arbeit ist getan. Oh, fantastisch. Was ist eigentlich passiert? Ich werde mich also sofort an mein tragbares Terminal setzen und die notwendigen Änderungen an der Formel vornehmen. Ich danke Ihnen vielmals für alles. Sie waren ein recht nützlicher Laborassistent. Ich bin bereit für meinen Mutagen-Bio-Verstärker-Injektion? Hä? Okay. Fantastisch. Welche Injektion möchten Sie denn haben? Soll es die mit der Ameisensicht oder die mit der Ameisenmacht sein? Ich nehme die Ameisenmacht, würde ich sagen. Aber ich weiß gar nicht, warum wir es... Also wir haben das wahrscheinlich gekriegt, weil wir die Quest beendet haben, aber wird doch gar nichts davon gesagt, oder? Fantastisch. Naja. Ich werde Ihnen also die Ameisenmacht injizieren. Halten Sie bitte still. Hä? Hallo? Naja, ist mir auch egal. So, Stärke ist um 1 gestiegen und 25 Immunität gegen Feuer. Schade, dass der Typ jetzt abgehauen ist eigentlich. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich mit dem Jungen machen soll. Aber ich mache hier nochmal schön die Truhe auf. Na, perfekt. Und dann war's das für heute auch. Wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß noch.